Am nördlichen Ufer des Ruhrstausees gegenüber dem langgezogenen Höhenrücken des Kermeter liegt das heute zur Stadt Nideggen gehörende Schmidt. Hier lebt Franz Stollenberg, der mit seinem Bruder Hubert bis Ende der 60er Jahre das Handwerk der Köhlerei ausübte. Im Hof seines Hauses lagern trockene Buchenholzscheite, das bevorzugte Rohmaterial für den Aufbau des Meilers. Auf einem ehemaligen Kohlplatz im Kermeter zeigen die Köhler für die Filmaufnahmen noch einmal, wie ein Meiler fachgerecht verkohlt und ausgeräumt wird. In der Flurparzelle Düsterer Büdebach haben sie in der vergangenen Woche den Kegel errichtet, der aus 80 Raummetern Buchenholz und einem Mantel aus Laub- und Kohlerde zusammengesetzt ist. Auf der Meilerkuppe, unmittelbar neben dem Feuerschacht der Fülle, entzündet Hubert Stollenberg das Vorfeuer. Er verwendet hierfür Holzkohle, die schneller durchbrennt als Rohholz. Dazwischen sind auch einige Füchse oder Stubben, nicht ganz durchgekohlte Hölzer von einem früheren Meilerbrand. Der Köhler wirft nun einige Hände voll Holzkohle in den Feuerschacht, damit das durchgeglühte Feuer tief unten an der Basis Nahrung findet. So, das muss genügen. Mit dem übrigen Inhalt des Sacks füllt er später die Röhre nach und nach auf. Das Büdebachtal fällt zum Kohlplatz hin stark ab. Der kleine Bachlauf befindet sich in 150 Metern Entfernung noch auf gleicher Höhe wie die Meilerplatte. Von dort haben die Köhler eine Schlauchleitung verlegt, aus der stetig Wasser in die Zinkwanne am Meiler fließt. Die hier aufgefangene Wassermenge reicht für die Wartungsarbeiten am Meiler aus. Beim Ausräumen der Holzkohle allerdings stellen die Männer zusätzlich einen Wasserfass als Vorratsbehälter am Platz auf. Am Fuß des Kegels sticht Hubert Stollenberg die Zuglöcher ein. Während des Schwelbrandes regulieren die Köhler mit Hilfe dieser Öffnungen die Sauerstoffzufuhr im Inneren des Meilers. Etwa alle 4 Meter entfernt er die Abdeckung aus Laub und Erde bis zum gesetzten Rohholz. 7 bis 8 dieser Löcher im Durchmesser von ca. 10 cm werden an der Flanke eingestochen. Die Verkohlung des Meilers kann beginnen. Im Quandelschacht steckt die Schürstange, ein Fichtenstamm, mit dem die Köhler die Füllung verteilen. Im Inneren nimmt der Brand den hier schematisch dargestellten Verlauf. Auf der Meilerkuppe brennt das Vorfeuer. Am Fuß der Fülle ist etwas Holzkohle eingefüllt. Das Vorfeuer wird in die Röhre geschaufelt. Dann füllen die Köhler sie bis oben mit Holzkohle auf. Die Öffnung bedeckt eine Rasenplagge, damit der Meiler die Luft aus den Zuglöchern zieht. Das Feuer glüht zuerst nach unten durch und steigt dann allmählich nach oben. Seitlich der Fülle erfasst es nun auch die nächststehenden Buchenscheite. Durch die Abgabe von Wasserdampf verringert sich bei diesem Vorgang das Volumen der Füllung. Deshalb müssen die Köhler alle halbe Stunde neues Brennholz in die Röhre einbringen. Zunächst verwenden sie Holzkohle, später Rohholz. Der Meiler wird gefüttert.
Der Brand ist weiter fortgeschritten. Je nach Feuchtigkeit des Rohholzes dauert es 1 bis 2 Tage, bis die Meilermitte vollständig durchgeglüht ist. Diese Phase ist für die Köhler recht arbeitsaufwendig. In diesem Stadium müssen sie dem Meiler regelmäßig Energie in Form von Brennholz zuführen. Wenn die Glut im Schacht die Meilerkuppe erreicht hat, beginnt die zweite Phase. Der Schwelbrand breitet sich jetzt ohne weitere Energiezufuhr zu den Seiten hin aus. Im weiteren Verlauf ist es die Aufgabe der Köhler, die Verschwelung von oben nach unten zum Meilerfuß zu lenken, indem sie gezielt die Zug- und Rauchöffnungen regulieren bzw. versetzen. Zurück zum Meiler. Hubert Stollenberg verdichtet die Glut im Schacht. Den entstandenen Hohlraum füllt er mit Holzkohle auf. Durch das Nachstochen mit der Schürstange sackt unten die glimmende Kohle nach und greift allmählich auf die nächste Fülle stehenden Kuchenscheite über. Die Öffnung verschließt eine Rasenplagge, damit der Meiler Luft von unten, nämlich aus den Zuglöchern, zieht. Auf diese Weise lenken die Köhler die Glut in der Röhre nach oben. Auf der Kuppe liegen schon 2 Säcke mit Rohholz bereit. Da der Meiler immer wieder gefüttert werden muss, benötigen die Köhler weiteres Brennholz. Inzwischen ist Wolfgang Stollenberg am Meilerplatz eingetroffen. Er zersägt hier das Ast- und Knüppelholz. So, für den Abbau, für eine Picke, das sehen wir später, das zu füllen. Am späten Nachmittag lösen sich die Köhler am Meiler ab. Aus der Fülle dringt verstärkt Rauch. Die Abdeckung schließt nicht mehr dicht. Franz Stollenberg bringt eine frische Rasenplagge auf die Kuppe und füllt neues Brennholz ein. Während des Fütterns ist windiges Wetter von Vorteil. Der Meiler erhält dann mehr Sauerstoff. Er ist schneller gar, wie die Köhler sagen. Der dicke weiße Qualm zeigt an, dass hier hauptsächlich Wasserdampf, also die dem Holz entzogene Feuchtigkeit, entweicht. Die Rauchkonsistenz ist ein wichtiges Indiz dafür, wie der Schwelbrand im Meiler verläuft. Am Abend des ersten Tages ist der Feuerschacht durchgeglüht. Für die Köhler beginnt die erste Nachtwache am Meiler. In den folgenden Tagen wechseln sie sich jeweils zu zweit alle 8 Stunden am Kohlplatz ab. Mit Fichtenstämmen und ausgestochenen Rasenstücken haben die Männer eine Plaggenhütte errichtet. Ähnliche Unterkünfte gehörten früher durchaus zum Erscheinungsbild des Köhlerhandwerks. Franz und Klaus Stollenberg beginnen ihren ersten nächtlichen Kontrollgang. Klaus, komm doch hier über die Füße. Ja. Ja, jetzt am hohen Flug. Ja, ich schon an sie rauf. Ja, was? Klingt alles klar zu sein. Ja, ist gut. Ja, hätte die Decke nicht abgeworfen. Alle 3 Stunden überprüfen die Männer beim Umrunden des Meilers, ob der Kegel gleichmäßig verkohlt und ob die Zuglöcher am Fuß offen stehen. So, wollen wir uns dann abklappen. Ich kann was sehen. Oben auf dem Kopf sehen sie nach den Rauchlöchern. Jo, pass auf, Klaus, dass du nicht hier drin hast.
auf die Schöpfe. Ja. Ähnlich wie beim Anfeuern am Vortag verdampft hier der Wassergehalt des Rohholzes. Der Unterschied liegt darin, dass dies inzwischen ohne Energiezufuhr von außen geschieht. Der Meiler arbeitet durch den luftdichten Mantel und die hohe Innentemperatur in diesem Stadium sozusagen von selbst. Das heißt allerdings nicht, dass er ohne Aufsicht bleiben könnte. Ja, hier ist er noch jetzt zurück. Muss man noch hier picken. Hier die Da können wir noch nicht blau. Sobald der Rauch eine bläulich durchsichtige Konsistenz annimmt, ist die entsprechende Stelle durchgekohlt. Da muss ich noch ein paar Löcher machen. Klaus Holm und Jenke Löcher bin, ja? Ja. So steht er. Noch ist das nicht der Fall. Im Gegenteil. Links an der Flanke verläuft die Verkohlung zu langsam. Deshalb sticht Franz Stollenberg mit dem Löcherpin weitere Rauchöffnungen ein. So, das geht. Aber die jetzt drehe ich schon drauf. Ich hab mal. Damit ist die Wartung zunächst abgeschlossen. Die Köhler können sich für 3 Stunden hinlegen. So, muss man. Jetzt, na, halb 7 aufstehen, glaubst du, ne? Ja. Nicht zuletzt die nächtliche Tätigkeit am schwelenden Meiler führte zu einer besonderen Stellung des Köhlerhandwerks im ländlichen Lebens- und Arbeitszusammenhang. Die oft wochenlange Abwesenheit von zu Hause, die einsame und schließlich schmutzige Arbeit im Wald ließen die Köhler oftmals außerhalb der Normvorstellungen des dörflichen Alltags stehen. Die schwarze Kunst ist in zahlreichen Sprichwörtern und Redensarten überliefert. Ebenso begegnen uns Köhler in Märchen und Volkserzählungen. Am nächsten Morgen eine kurze Lagebesprechung beim Schichtwechsel. Die Wartungsarbeiten wiederholen sich. Während Wolfgang Stollenberg die Zuglöcher kontrolliert, überprüft Hubert Stollenberg oben den Brennverlauf. Alle 12 Stunden treten die Männer jetzt die fertige Holzkohle auf der Kuppe herunter, um die Hohlräume zu verdichten, die bei der Abgabe der Destillationsprodukte entstehen. Die darin enthaltene Luft könnte sonst Einbrüche verursachen oder die Holzkohle entzünden. In dieser Phase ist die Wartung nicht sehr arbeitsintensiv. Aus diesem Grund war es früher üblich, 2 Meiler nebeneinander auf einem Kohlplatz zu errichten, die dann zeitversetzt gebrannt und gewartet werden konnten. Die Stollenwerks erinnern sich, jeweils einen Meiler von etwa 90 Raummetern mit einem 60 Raummeter fassenden kombiniert zu haben. Da ist er jetzt zurück, da muss man noch ein paar Löcher machen. Ja, noch ein bisschen voll. Ja, wir warten noch hier, bis wir hier. So, ich schlug die anderen eine neue Naht ab, die zweite Naht. Wie das aussieht, ja. Na ja, macht mich um sich weiter. Ja. Das war gut. Ja. War erst aber zu warm, das ist nicht für dich. Verdacht, nee. Im 16. und 17. Jahrhundert steigerte sich die Holzkohlenproduktion für die Eifler Eisenwerke in enormem Umfang. Dem vielfach unkontrollierten Raubbau in den Wäldern versuchten die Landesherren bereits seit 1550 durch Forstverordnungen zu begegnen. Die Vielzahl solcher Erlasse belegt jedoch, dass diese Eingriffe kaum Wirkung zeigten. Ein Grund dafür ist, dass die Landesherren, oftmals selbst Hüttenbesitzer, letztlich wirtschaftlichen Interessen den Vorrang gaben.
Nicht wenige Gebiete, wie zum Beispiel der Monschauer Wald, waren zu dieser Zeit schon zur Heide geworden. In den Quellen ist sogar von der Verkohlung von Obstbäumen und Lattenzäunen die Rede. Berufsverbote und Prozesse gegen einzelne Köhler waren die Folge. Auch solche Maßnahmen konnten nicht verhindern, dass sich die Eifellandschaft weitgreifend veränderte. Erst mit dem Niedergang der Eisenindustrie Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Wälder allmählich wieder aufgeforstet. Der Meiler am Morgen des vierten Tages. In der Mitte der Kuppe hat sich ein kleinerer Kegel aus vollständig verkohltem Holz gebildet. Franz Stollenberg tritt den Rand herunter, um die Holzlage zu verdichten und damit den Schwelprozess weiterzuleiten. Durch die Hitze ist die Deckschicht des Kegels luftdurchlässig geworden. Die Köhler müssen sie wieder mit neuer Erde bedecken. Jede stärkere Windböe könnte sonst die ungeschützte glimmende Holzkohle entzünden. In der schematischen Darstellung sind die Vorgänge des zweiten bis sechsten Tages nach dem Entzünden des Meilers zusammengefasst. Die Fülle ist völlig durchgeglüht. Der Schwelbrand breitet sich jetzt zu den Seiten hin aus. Die am Meilerfuß eingestochenen Zuglöcher regulieren die Sauerstoffzufuhr im Innern. Oben ist der Schacht verschlossen. Der Meiler in der Ansicht. Damit Wasser, Dampf und Gase abziehen können, setzen die Köhler ab dem dritten Tag einen Kranz von Rauchlöchern rings um den Kegel. Sofort tritt weißer Qualm aus. Sobald die horizontale Schicht über den Öffnungen verkohlt ist, verändert der austretende Qualm seine Konsistenz. Er wird bläulich durchsichtig. Das ist für die Köhler das Signal, die Rauchlöcher etwa einen halben Meter tiefer zu legen. Auf diese Weise lenken sie den Schwelbrand nach und nach von der Meilerkuppe bis zu seiner Basis. Zurück zum Schnitt. Abhängig von dem sich stetig vergrößernden Kegeldurchmesser dauert es bis zu 12 Stunden, bis eine Schicht zu Kohle verschwelt ist. Allerdings spielen hierbei auch die Holzbeschaffenheit und das Wetter eine Rolle. Durch die Abgabe der Destillationsprodukte verändert der Meiler seine Form. Das verkohlende Holz schrumpft, sowohl in der Länge als auch im Umfang. Pro Tag verliert der Kegel in dieser Phase rund einen halben Meter seiner Höhe. Bis zum Ausräumen der Kohle verringert sich sein Volumen um 55-60% des Ausmaßes im Rohzustand. Die Rauchöffnungen befinden sich nur noch wenig oberhalb der Zuglöcher. Die Glut hat die Meilerplatte bald erreicht. Im Inneren des Kegels herrscht nun eine Temperatur von 270 Grad Celsius. Die Hitze und der luftdichte Abschluss nach außen bewirken, dass die gasförmigen und flüssigen Holzbestandteile entweichen. Zurück bleibt eine poröse, feste Masse, die Holzkohle. Der Meiler ist jetzt vollständig verkohlt. Nachdem er einen Tag ausgekühlt ist, beginnen die Köhler, ihn auszuräumen. Der Meiler raucht jetzt kaum noch, das heißt, die obere Schicht ist verkohlt. Franz Stollenberg sticht mit dem Löcherpin neue Rauchöffnungen an der Flanke ein. Sofort quillt wieder weißlich dicker Dampf aus den Öffnungen. Die Rauchlöcher, seitlich und in der Höhe etwa 40 cm auseinanderliegend, bilden eine zickzackförmige Linie um den Meiler. Diese Anordnung hat einen besonderen Grund.
Die unteren Öffnungen bewirken, dass das dahinterliegende Rohholz vorgekohlt wird, während mithilfe der oberen Löcher die fast fertige Holzkohle nachschwelt. Beim Einstechen der oberen Reihe kann der Köhler an der Konsistenz und am Klang feststellen, wie weit die Verkohlung nach unten fortgeschritten ist. Der heiße Wasserdampf, vermischt mit Holzessiggasen, zieht nicht nur die umliegenden Bäume in Mitleidenschaft. Auch für die Köhler ist die ständige Arbeit im Qualm gesundheitsschädlich. Asthmatische Erkrankungen waren in dieser Berufsgruppe keine Seltenheit. So, jetzt haben wir eine Zeit lang rum. Ja. Glaubst du, stehst du da noch in die Schwarze drüber? Ja. Laub und Erde bilden über dem gesetzten Holz eine dichte Isolierschicht, die wesentlich für den Verkohlungsprozess ist. Die in der Sonne liegenden Stellen trocknen schneller aus. Der Meiler bekommt Luft von außen und verschwelt einseitig. Deshalb halten die Köhler den Meilermantel ständig feucht. Neben der Zinkwanne stehen immer gefüllte Gießkannen bereit, damit die Köhler kleinere Brände rasch löschen können. Ah, guten Tag. Oh, ist alles klar, so wie ich muss, weil ich sie da ja beikriegt. Das ist jetzt zurück, ne? Ja, das stimmt nicht von der Mart. Sonst hat mich redet nicht allzu viel, ne? Ja. So, dann bis nach hier. Ja, der Mart, ja. An der Meilerflanke erkennen Hubert und Wolfgang Stollenberg einen Einbruch. Einbrüche entstehen, wenn der Wind einseitig auf den Kegel drückt oder wenn Hohlräume entstehen, weil die fertige Kohle nicht genügend heruntergetreten wurde. Die Glut erhält in beiden Fällen zu viel Sauerstoff. Das Holz verbrennt, anstatt zu verkohlen. Deshalb ist es dringend notwendig, diese Stelle zu öffnen, damit nicht der gesamte Meiler in Brand gerät. Das auflodernde Feuer geht zurück, sobald die Kohle dicht aufeinander liegt. Nachdem es zusätzlich gelöscht ist, füllen die Köhler das Loch mit Rohholz auf. Darauf kommt, ähnlich wie beim Aufbau des Meilers, eine Schicht aus Grassoden bzw. Laub, die zuletzt mit Kohlerde bedeckt wird.
Die erneute Verkohlung kommt an dieser Stelle von selbst wieder in Gang. Ja, nee, geht. Gut? Gut, jawohl. Wird ein solcher Einbruch nicht entdeckt, so bildet sich durch das zu Asche verbrennende Holz ein größerer Hohlraum im Meiler. Es konnte passieren, dass die Köhler bei den Wartungsarbeiten auf der Meilerkuppe einbrachen und sich verletzten. Der Kohlplatz im düsteren Bödebachtal liegt ganz in der Nähe des Ruhrstausees. Der Rauch des Meilers ist von Weitem zu sehen und zieht bei entsprechendem Wind über die nach Gmünd führende Straße. Seit Beginn der 60er Jahre stellten die Köhler hier ein Warnschild auf, nachdem es durch den verstärkten Fremdenverkehr öfters zu Meldungen vermeintlicher Waldbrände gekommen war. Am fünften Tag liegen die Rauchlöcher nur noch etwa einen Meter über der Meilerplatte. Die hohe Innentemperatur lässt die Flanken sehr schnell austrocknen. Der Durchmesser des Kegels ist jetzt so groß, dass es etwa 12 Stunden dauert, bis eine Schicht zu Holzkohle verschwelt ist. Die Köhler haben, da sie nun vermehrt Wasser benötigen, zusätzlich ein Fass am Platz aufgestellt. Ja, ich nehme es wirklich. Ich denke am Montag, dass wir am Montag Köhler kommen. Mhm. Ja, ist ja bis jetzt langsam für euch gegangen, ne? Jo, so, ja. Der Mann hat's gekriegt. Und so, ja? Jo. So, lassen wir noch klar sehen, wie sie sich abgemacht hat. Das Wetter spielt eine wesentliche Rolle für die Meilerköhlerei. Ideale Bedingungen herrschen an trockenen Tagen mit mäßigem Wind vor. Bei zu heißem Wetter bekommt der Meiler zu wenig Sauerstoff, er zieht nicht. Starke Windböen führen dem Meiler zu viel Sauerstoff zu, sodass das Holz einseitig verkohlt oder sich sogar entzündet. Nicht selten brannten ganze Meiler aus, weil die Köhler die Gefahr nicht rechtzeitig erkannten. Ein solches Feuer ist kaum zu löschen und greift leicht auf das umliegende Waldgebiet über. Im unteren Bereich ist es jetzt zunehmend schwieriger, für eine gute Sauerstoffzufuhr zu sorgen. Wolfgang Stollenberg erweitert sorgfältig die vorhandenen Zuglöcher und sticht zusätzlich neue ein, damit das Rohholz vollständig bis zur Basis verkohlt. Je nach Verlauf des Schwelbrandes setzt sein Onkel nun die Rauchlöcher. Wo die Erde an der Flanke schwarz ist, liegt noch rohes Buchenholz. Hier muss er den Kohlprozess beschleunigen. Nachdem der Meiler fertig verschwelt ist, muss er etwa 24 Stunden auskühlen. Auch in dieser Phase ist eine Aufsicht am Platz notwendig. Am nächsten Morgen kommen die Männer, die sich in den vergangenen 7 Tagen jeweils zu zweit abgewechselt haben, gemeinsam auf dem Kohlplatz zusammen, um den Meiler aufzubrechen. Da im Kegel immer noch eine hohe Temperatur herrscht, harken sie die fertige Kohle abschnittsweise ringsum aus. Die Holzkohle wird begossen, mehrfach gewendet und auf diese Weise zum Rand der Meilerplatte geschaufelt, wo sie vollständig erkalten muss. An der geöffneten Stelle ist die Gefahr besonders groß,
dass sich freigelegte glimmende Kohlestücke entzünden. Deshalb wird auch der eingetrocknete und mit Kohlasche vermischte Belag aus Laub und Erde mit Wasser abgeschreckt und sofort wieder auf den ausgeräumten Abschnitt geworfen. So schließen sich die Poren der Kohle und die Glut im Innern erstickt. Diesen Vorgang nennen die Köhler das Kaltmachen des Meilers. Bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts deckte Holzkohle in erster Linie den enormen Bedarf der Eifler Eisenwerke. Die Verwendung im privaten Haushalt beim Heizen, Waschen, Bügeln oder bei dörflichen Handwerkern fiel dagegen kaum ins Gewicht. Durch die Einführung der preisgünstigen und ergiebigen Steinkohle verlor die Holzkohle ihre führende Position bei der Eisenverhüttung. Neue Absatzmöglichkeiten boten sich in der chemischen Industrie, die die Holzkohle in verschiedenen Handelsformen benötigte und weiterverarbeitete. Voraussetzung waren hier billigere und rationellere Herstellungsverfahren. Vor allem versuchte man, die wertvollen Nebenprodukte aufzufangen, die beim Verkohlen als Gase und Dämpfe entweichen. Bis in die 20er Jahre dieses Jahrhunderts entstanden die meisten Holzverkohlungswerke, die zunächst in einfachen Retortenöfen feste und flüssige Holzkohleprodukte herstellten. Mit der Verfeinerung der industriellen Verfahrenstechnik verlor die jahrhundertealte Meilerköhlerei mehr und mehr an Bedeutung. Im wahrsten Sinne auf heißen Kohlen steht Franz Stollenberg. Selbst die Oberfläche des Meilers ist noch so heiß, dass er seine Stiefel abkühlen muss. Die Köhler achten peinlich darauf, das Wasser in der Zinkwanne sauber zu halten, damit keine Asche und Schmutzteile in die Gießkannen geraten. Da die Kannen zum Wasserholen eingetaucht werden, stehen sie während der Arbeiten am Platz immer auf kleinen Holzstückchen. Das Ausräumen der Holzkohle bedeutet den schwersten und zugleich schmutzigsten Teil der Meilerköhlerei. Die nur langsam abkühlende Holzkohle am Rand verlangt die ständige Aufmerksamkeit der Männer, ebenso wie der aschebedeckte Kegel in der Mitte. Die Köhler benötigen 3 bis 4 Tage, um den Meiler auszuräumen und die Holzkohle in Säcken verpackt abzutransportieren. Noch am folgenden Tag ist der Meilerkern von glimmenden Holzkohlenstücken durchsetzt. Das ist der Feier, du Mann. Oh, dann so gut. Oh, dann so gut. Holzkohle besteht zu 80% aus Kohlenstoff und zu 15% aus Sauerstoff. Den Rest bilden jeweils geringe Anteile Wasserstoff, Stickstoff und Asche. Die Verkohlung dieses aus 80 Raummetern Buchenholz zusammengesetzten Meilers erbringt rund 200 Zentner Holzkohle. Die Ausbeute richtet sich nach der Qualität und vor allem nach dem Feuchtigkeitsgehalt des Ausgangsmaterials. Als Richtwert gilt, 4 Gewichtseinheiten lufttrockenes Buchenholz ergeben eine Einheit Holzkohle. Der Ertrag bewegt sich zwischen 20% und 25% des Rohmeilers. Damit ist die Köhlerei, abgesehen von dem erheblichen Arbeitsaufwand während der letzten 8 Tage, ein wenig ökonomisches Verfahren. Die Stollenwerks belieferten Metallwerke und Kupferhütten in Eschweiler und Stolberg sowie Eisenhütten in Eilendorf, Lendersdorf und Kall. Das Produkt fand zum Gießen, Härten, Filtern und bei der Verarbeitung von Metalllegierungen ferner als Grill- und Zeichenkohle Verwendung.
Normalerweise brachten sie die schon in Grob- und Kleinstücke vorsortierte Holzkohle direkt zum Abnehmer. Nur bei längeren Anfahrten wurde sie in Schmidt zwischengelagert. Mittlerweile sind über den ganzen Meilerplatz kleinere Holzkohlenhaufen zum Auskühlen verteilt. Die Köhler sortieren die Füchse aus, Hölzer, die nicht vollständig zu Kohle verschwelt und daher zum Verkauf nicht geeignet sind. Im Kern des Meilers, wo vorher die Fülle verlief, findet Franz Stollenwerk einen der Eisenringe, mit denen die Fichtenstangen stabilisiert waren. Wie in vielen anderen Bereichen haben auch bei der Köhlerei industrielle Fertigungsverfahren innerhalb weniger Jahrzehnte handwerkliche Tätigkeiten abgelöst. Hubert Stollenwerk und sein Bruder Franz wechselten Ende der 60er Jahre in andere Berufe, da für sie die Köhlerei nicht mehr rentabel war. Für die nachfolgende Generation konnte es kaum mehr attraktiv sein, dieses Handwerk zu erlernen. In jüngster Zeit sind Bemühungen zu erkennen, das alte Verfahren der Meilerei nicht ganz in Vergessenheit geraten zu lassen. In einigen Gebieten, in denen die Köhlerei traditionell ausgeübt wurde, in der Eifel, im Sauerland oder in Hunsrück, bringen ehemalige Köhler zum Beispiel auf Waldlehrpfaden ihre Kunst einem größeren Publikum nahe. Auch Freilichtmuseen und Fremdenverkehrsverbände reagieren mit entsprechenden Aktivitäten auf das offenbar große Interesse an diesem Handwerk.